Quebrada del Yuro, 8. Oktober 1967, 3:30 Uhr nachmittags. Nein, das ist irreführend, so anzufangen, mit so viel Präzision, mit so viel historischer Genauigkeit. In dieser Nacht werden wir unpräziser sein, offener. Wir werden von Fragen bestürmt werden, aber nur wenige Antworten bekommen, die uns beruhigen. Nein, das ist Mist. Der Kommandant wird lachen, er wird sich gnadenlos über so eine geschwollene Ausdrucksweise lustig machen. Versuchen wir es noch einmal. Quebrada del Yuro ist ein weiterer Name der Niederlagen. Hier wurde Kommandante Ernesto Che Guevara von Soldaten der bolivianischen Armee festgenommen. Manche erzählen, er hätte gesagt: Nicht schießen. Ich bin Ernesto Che Guevara und ich bin lebendig mehr wert als tot. Andere berichten: Ich bin Che Guevara und ich bin gescheitert. Wieder andere, dass Willy Cuba den brutalen Sergeanten, der Guevara mit dem Gewehr geschlagen hatte, angegriffen und angebrüllt hat. Das ist Kommandante Che Guevara. Ihn musst du respektieren. Verdammt nochmal. Ich kann nicht brüllen. In der Stimme Willy Cubas gab es mehr Wut, Schmerz und Treue. Er hat das Leben seines Kommandanten verteidigt. Ich bin in dieser Nacht nur hier, um ihm einige Fragen zu stellen, zu versuchen, einige Dinge mit ihm zu diskutieren. Mehr nicht. Wir sehen, meine Situation ist nicht sehr dramatisch. Ihre Situation, Kommandante, hingegen schon. Innerhalb von 18 Stunden wird man sie umbringen. Wir wissen nicht, ob Sie das schon wissen oder ob Sie es vermuten, ob Sie Angst haben oder sich in Ihr Schicksal ergeben. Ein Schicksal, das Sie vielleicht insgeheim seit vielen Jahren suchen. Aber auch das ist nur eine Vermutung, eine mehr. Ihre Bewacher, Gary Prado und Eduardo Huerta, sie wissen vermutlich mehr. Meinen Inhalator sollten Sie mir lassen. Haben Sie den so nötig? Sehr sogar. Mein Asthma. Gut. Danke. Sagen Sie mir, wird man mich umbringen? Das hängt nicht von uns ab, Kommandante. Sie respektieren meinen Rang. Ich respektiere Sie, Kommandante, sogar sehr. Dann finden Sie heraus, ob die mich töten werden oder nicht. Oder muss ich Ihnen erst erklären, dass das was ist, was mich angeht? Sie betrinken sich da draußen, Kommandante. Oberst Selig, der Sie am meisten hasst, trinkt Whisky, die anderen Bier. Es gibt einen Sergeanten, der sich schon angeboten hat, Sie zu töten. Und ein anderer sagte, er würde Sie gern in Stücke schneiden, dann mit viel Wein auffressen, um Sie dann langsam auf irgendeiner Müllkippe wieder herauszuscheißen. Gratulieren Sie ihm zu seiner Fantasie. Je mehr Sie sich betrinken, desto gefährlicher wird es für Sie. Aber machen Sie sich keine Sorgen, ich werde Sie verteidigen. Ich werde nicht zulassen, dass Sie das Opfer eines Besäufnisses werden. Oberst Eduardo Huerta ist 22 Jahre alt. Er ist derjenige, der in dieser Nacht für Che Guevara viel Respekt zeigen wird. Der andere, Kapitän Prado, ist sogar daran interessiert, von ihm etwas zu lernen, einige Geheimnisse von ihm zu erfahren. Niemand weiß, was in den nächsten 18 Stunden passieren wird. Ein Biograf von Che, der Mexikaner Paco Ignacio Taibo, der ihn unseren weltlichen Heiligen nennt, schreibt: Für den distanzierten Biografen und mehr noch für den Engagierten sind diese 18 Stunden in La Higuera zum Verzweifeln. Ernesto Che Guevara hat in seinem Leben eine Flut von Schriften hinterlassen, die seine Ideen, seine Einsichten, sogar seine tiefsten Emotionen festhalten. Aber alles ändert sich hier, in La Higuera. Taibo, zum ersten Mal muss der Historiker sich auf feindselige Aussagen berufen, die oft das Geschehene verzerren und eine betrügerische Version konstruieren wollen. Wissen Sie, was ein Mate ist, Oberst? Machen wir weiter. Kommen Sie, reden Sie mit mir. Er hat Angst. Er will gut zu mir sein, humanitär. Aber er denkt, wenn ich jetzt anfange, mit ihm zu reden, wird dieser Kommunist mich überzeugen, mich hypnotisieren, mich mit seiner Dialektik zwingen, dass ich ihn laufen lasse. Ein Mate ist ein widerliches grünes Getränk, das wir Argentinier trinken. Ein Getränk, das den Darm säubert und den Geist wach macht. Deshalb sind wir Argentinier so, wie wir sind. Wir scheißen gut und denken besser. Hören Sie, Huerta, in meinem Rucksack ist der Mate. Ich würde ungern die letzte Nacht meines Lebens ohne einen Mate verbringen. Bringen Sie ihn mir. Sie fürchten sich also, Oberst Huerta? Das ist es nicht. Er fürchtet sich nicht. Nicht sehr, jedenfalls, glaube ich. Er ist beeindruckt davon, dass Sie gesagt haben, dass dies die letzte Nacht Ihres Lebens ist. Eduardo Huerta will nicht, dass Sie umgebracht werden, Kommandante. Ich heiße Andres Navarro. Ich bin Historiker und 39 Jahre alt.
So wie Sie. Und was machen Sie hier? Es ist absurd, dass Sie hier sind. Es ist absurd, dass Sie hier sind, mitten im Nichts in dieser kleinen Schule, die nicht einmal auf einer Landkarte der Gegend zu finden ist. Und Ihr Leben liegt in den Händen einer Gruppe Besoffener. Und wenn Sie mir helfen würden zu fliehen? Ich habe keine Möglichkeit, in die Geschichte einzugreifen. Außerdem, ich weiß gar nicht, ob Sie überhaupt fliehen wollen. Und was soll ich wollen? Dass die mich umbringen? Darüber werden wir später reden. Ich habe die Angewohnheit, die Themen selbst zu bestimmen, über die ich sprechen will. Und den Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob es diesmal so sein wird. Sie sind Teil meines Projektes. Sie legen es darauf an, dass ich verdammt nochmal schlechte Laune kriege. Wenn wir jetzt hier sind, Professor Navarro, so deshalb, weil das Ganze ein Teil eines einzigen Projektes ist. Meines eigenen. Sehen Sie, Sie wollten doch sterben. Ich habe nicht gesagt, dass dieses Projekt meinen Tod beinhaltet. Hier zu sein, beinhaltet Ihren Tod. Das wissen wir noch nicht. Stimmt. Und was ist Ihr Projekt? Werden Sie nicht lachen? Ich weiß nicht. Mal sehen. Los, Professor, erzählen Sie mir von Ihrem Projekt. Ich habe ein Stipendium gewonnen, ein wichtiges Stipendium. Immerhin mit $25,000 dotiert. Was ist so viele Dollars wert? Sie. Man weiß sehr wenig über das, was heute Nacht hier geschehen wird. Zum Beispiel ein Mexikaner, der Sie nicht sehr gut leiden kann, hat ein dickes Buch über Sie veröffentlicht. Wissen Sie, was er über diese Nacht sagt? Hören Sie. Gary Prado, höflich und würdevoll, und Andres Selig, sehr arrogant, nähern sich Che in dieser Nacht in der Hoffnung, ihn verhören zu können. Sie haben es dann wieder versucht bei Tagesanbruch. Schauen Sie sich diese zwei Sätze an. Sie nähern sich Guevara in dieser Nacht und dann, Sie haben es bei Tagesanbruch nochmal versucht. Das ist meine Frage. Was ist in dieser Nacht bis zum Tagesanbruch in der kleinen Schule von La Higuera passiert? Das ist Ihr Projekt? Ja, über diese Nacht zu berichten. Und dafür bezahlt man Ihnen $25,000? Guggenheim, ja. Das imperialistische John-Simon-Guggenheim-Stipendium. Nicht Simon, Simon, John Simon Guggenheim. Heute wird Simon Simon ausgesprochen, Kommandante. Coca-Cola, Coke. Firestone, Firestone. Colgate, Colgate. Und vor allem, niemand benutzt heute mehr das Wort Imperialismus. So, Sie ziehen dem Yankee Guggenheim $25,000 aus der Tasche, indem Sie ihm über meine lange Nacht in dieser Schule erzählen. Ich wusste, dass Sie lachen würden. Ich weiß auch, dass Sie schnell wütend werden. Es scheint, dass es nichts gibt, was Sie nicht wissen. Nichts. Wozu sind Sie dann hier? Um mehr zu wissen. Schauen Sie. Gary Prado und Eduardo Huerta sind weggegangen. Wollen Sie wissen, warum? Der Oberst Selig hatte eine makabre Idee. Er hat befohlen, dass Sie die Leiche eines Ihrer Guerilleros hierher bringen. Wie hieß er? Antonio. Und er war tapfer. Gut. Jetzt ist er tot. Gehen so die Träume zu Ende? Nicht immer. Nur sehr oft. Antonio, es gibt keine halben Sachen im Leben eines Revolutionärs. Aber hatte es irgendeinen Sinn? Monatelang im Dschungel, Bauern, die vor uns flohen, die uns verraten haben, als ob wir Invasoren wären. Hatte es irgendeinen Sinn, der Hunger, der Durst, unsere eigene Pisse zu trinken, Pferdebrühe mit Würmern zu essen und zu kotzen, bis wir leer waren? Außerdem, Ihre Strenge, fast grausam, Kommandante, Ihre Forderungen ohne Grenzen. Der Companiero Vilo Acuña hatte sein Gewehr verloren und er wollte lieber sterben, als es Ihnen ins Gesicht sagen zu müssen. Ich weiß, dass ihr so über mich gedacht habt. Aber ich habe nie etwas von euch verlangt, das ich auch nicht von mir selbst verlangt hätte. Aber Sie sind Ernesto Che Guevara. Wir nicht. Sogar für mich ist es manchmal schwer, Che zu sein. Wenn es für Sie schwer war, für uns war es unmöglich. Alles war unmöglich. Es war unmöglich. Und gerade deshalb, Antonio, musste es gemacht werden. Manchmal, wenn wir Pause machten, habe ich sie beobachtet. Sie kletterten auf Bäume und lasen. Was haben Sie gelesen? Was haben Sie auf den Bäumen des bolivianischen Dschungels gelesen? Inmitten von Mücken, Hitze und Asthma. Hegel zum Beispiel. Die Phänomenologie des Geistes. Ein Buch, das auch unmöglich ist, undurchsichtig und wunderbar. Aber nicht das Leben, das sich vor dem Tode scheut und vor der Verwüstung rein bewahrt, sondern das ihn erträgt und in ihm sich erhält, ist das Leben des Geistes. Der Geist gewinnt seine Wahrheit nur, indem er in der absoluten Zerrissenheit sich selbst findet.
ob Hegel sich den bolivianischen Dschungel vorgestellt hat? Oder Marx? Lenin? Fidel? Wissen Sie, Guevara, darf ich Sie so nennen? Keine schlechte Idee. Sonst werden Sie die ganze Nacht Kommandante zu mir sagen. Oder ganz einfach Che. Nein, Che nicht. Ich bin aus Buenos Aires, das habe ich Ihnen schon gesagt. Für mich ist Che nur eine Worthülse. Haben Sie sich mal gefragt, was es bedeutet? Ich würde lieber über andere Sachen mit Ihnen reden. Die Leute der Guggenheim-Stiftung werden Sie danach fragen. Die Gringos mögen solche Sachen. Sie werden Ihnen den Essay nicht abnehmen, wenn Sie Ihnen nicht erklären, was zum Teufel die Argentinier sagen wollen, wenn Sie Che sagen. Ich bleibe dabei. Ich möchte lieber über anderes reden. Aber warten Sie, da kommt jemand. Sie kommen, um mich zu töten. Befreien Sie mich, verdammt. Ich habe Ihnen schon gesagt, ich kann nicht in die Geschichte eingreifen. Aber beruhigen Sie sich. Es ist nur eine alte bolivianische Frau, die Ihnen einen Teller Suppe bringt. Eine einfache Frau des Volkes, das Sie befreien wollten. Sie sind Paraguayer? Nein, ich bin kein Paraguayer. Doch, Sie und die anderen. Ihr seid paraguayische Invasoren. Ihr seid gekommen, um unsere Töchter zu rauben und um sie zu vergewaltigen. Glauben Sie, ich könnte jemanden vergewaltigen? Jetzt nicht mehr, weil unsere Leute Patrioten sind. Ich kenne die Paraguayer. Sie sind alle bösartig. Wenn Sie Paraguayer sind, können Sie nicht gut sein. Ich hoffe, der Himmel verzeiht mir, dass ich einem Paraguayer zu essen gebe. Wer einem Paraguayer etwas zu essen gibt, kommt direkt in die Hölle. Gott verzeih mir. Gott verzeih mir. Was zum Teufel ist das für eine Geschichte mit den Paraguayern, Kapitän? Dieses Land hat einen Krieg gegen Paraguay geführt. Wussten Sie das nicht? Wir brauchten nur zu sagen, dass ihr Paraguayer seid, damit sie euch denunzieren. Erzähl keinen Mist. Ihr habt sie mit eurem Terror zum Reden gebracht. So etwas gab es auch, Kommandante. Aber ich habe viele Bauern gesehen, die zu uns gekommen sind, um euch zu denunzieren. Sie hatten mehr Angst vor euch als vor der bolivianischen Armee. Da irrt er sich, der Oberst Huerta. Sie haben den Bauern keine Angst eingejagt. Es war Ratlosigkeit. Die gleiche Ratlosigkeit, die jeder einem Fremden, einem Ausländer gegenüber spürt. Sie waren immer ein Fremder. Ein Fremder in Argentinien, einem Land, in dem Sie nie Ihr Vaterland gesehen haben. Ein Fremder in Kuba, weil Sie Argentinier waren. Ein Fremder in Afrika und am Ende ein Fremder in Bolivien. Einverstanden. Ich war ein Fremder für die bolivianischen Bauern. Jemand, der von außen hereinkam, um für Sie die Revolution zu machen, die Sie eigentlich selber hätten machen sollen. Aber antworten Sie. Nach meiner Niederlage, haben Sie die Revolution gemacht? Aus welcher Zeit sprechen Sie zu mir, Navarro? Vom Beginn des neuen Jahrhunderts. Dann ersparen Sie mir bitte auch nicht die guten Nachrichten. Erzählen Sie mir, wie nach meinem Tode die Bauern begriffen haben, dass sie selbst zu den Waffen greifen müssen und nicht ein verlauster Ausländer wie ich. Und Sie haben Schluss gemacht mit dem Imperialismus und die Agrarreform vorangetrieben und Quechua wurde zu Ihrer Nationalsprache. Sie krepieren vor Hunger. Wenn überhaupt jemand sich an diese Bauern erinnert, dann weil Sie hier waren. Sie, der verrückte Kommandante Che Guevara. Manche sagten, dass Sie ein Mystiker waren, der gekommen war, um hier zu sterben. Andere, dass Sie wie Christus sein wollten. Ich? Christus? Ich? Ich bin Marxist, Navarro. Ein Marxist ist immer lieber Satan als Christus. Ein Marxist hasst das Etablierte, das Heilige, die Rituale. Ein Marxist ist auf diese Welt gekommen, um Ärger zu machen, die Ordnung zu zerstören, um den verbotenen Apfel des blöden, spießbürgerlichen Paradieses zu essen. Es gab jemanden, dem gegenüber Sie sich zum ersten Mal als Marxist bezeichnet haben. Sierra Maestra, Februar 1957. Ein Journalist der New York Times. Herbert L. Matthews. Ihr Englisch ist schrecklich, das kann sich keiner mehr leisten. Das ist unverzeihlich im 21. Jahrhundert. Herbert L. Matthews hat Fidel, Castro und Sie interviewt. Ich habe den Eindruck, hier wird die New York Times nicht viel gelesen. Vielleicht, weil wir sie nicht brauchen. In meinem Land wird sie von allen gelesen. Und abgesehen von dem, was Sie schreiben, lesen Sie den Rest? Wenn ich es vermeiden kann, no. Sehen Sie, Mr. Matthews, Sie muss doch sehr langweilig sein, diese New York Times. Wie sonst, in einem Land, in dem nie etwas passieren kann. In meinem Land passiert vieles. Nein, nichts. Nichts, was etwas wert wäre. Das Einzige, was in einem solchen Land passieren könnte, ist die Revolution, Mr. Matthews. Das Vorantreiben der Geschichte. Und Ihr Land hat nichts mit dem Vorantreiben der Geschichte zu tun. Man versucht, sie sogar aufzuhalten oder sie zu verlangsamen. Mit Hilfe eurer Söldner. Aber eben nur das zu verlangsamen. Denn die Geschichte kann niemand aufhalten. Weder die New York Times, noch die USA oder euer Gott, der natürlich ein reaktionärer Gott ist. Uns dagegen kann niemand aufhalten.
hasse die Gewissheit, mit der sie die Geschichte für sich vereinnahmen. Ihren grenzenlosen Voluntarismus. Uns kann niemand aufhalten. Wir glauben, sie sind sie. Teil eines göttlichen Plans? Mehr als das, Professor. Eines menschlichen Plans. Den Sie vergöttlicht haben, Sie und die ganze lateinamerikanische Guerilla. Nichts war unmöglich, man musste es nur wollen. Die Geschichte eine gerade Linie, die bis zum Horizont reicht. Dort wartet unerbittlich der Sozialismus. Großer Fehler, Kommandante. Die Geschichte existiert nicht nur, damit sich Ihre Wünsche erfüllen. Es gibt auch die Wünsche der anderen, die mächtigen Wünsche der anderen. Der Ausbeuter, der Söldner, der Scheißefresser. Die haben keine Wünsche, nur Ehrgeiz, Gier, Egoismus. Sie wollen nur behalten, was sie besitzen. Wir wollen die Geschichte ändern, durch unseren Willen. Ich pfeife auf Ihren verdorbenen Willen. Ihr Messianismus war tragisch für eine ganze Generation. Ihr Voluntarismus hat Sie in den Tod getrieben. Wen? Überlegen Sie, was Sie sagen, Professor. Denken Sie gut nach und dann sagen Sie mir, wen ich in den Tod getrieben habe. Wer ist durch meine Schuld gestorben? Das werden wir später... Das sind jetzt schon mehrere Sachen, die Sie später besprechen wollen. Keine Sorge, ich werde mich an alle erinnern. Jetzt waren wir aber bei Herbert Matthews, als Sie zum ersten Mal sagten, dass Sie Marxist sind. Ist das so wichtig? Alles ist wichtig. Natürlich werden wir den Bauern das Land zurückgeben. Und dann werden wir die Monokultur abschaffen, eine Industrie aufbauen und endlich aufhören, von den Imperialisten den Müll zu kaufen. Darf ich Ihnen eine ideologische Frage stellen? Gibt es etwas, was nicht ideologisch ist? Sogar einen Furz zu lassen ist eine ideologische Sache. Würden Sie sich als Marxist bezeichnen? Über viele Jahre habe ich Jack London gelesen, Stevenson, Walt Whitman. Jetzt lese ich Marx, Engels, Lenin. Leute, bei denen Vorsicht angesagt ist, Mr. Matthews. Aber Sie, sind Sie Marxist? Was wollen Sie, dass ich bin? Jesuit? Lutheraner? Gandianer? In der Politik muss man Marxist sein, wie man in der Physik Newton-Anhänger ist, verdammt normal. Kommen Sie, trinken Sie einen Mate. Los, trauen Sie sich. Sie haben Angst. Ich bin nur vorsichtig. Sagen Sie die Wahrheit. Sie denken, dass Sie davon Durchfall kriegen, dass Sie sich in die Hosen scheißen. Okay, ja. Sehen Sie, ihr habt Angst vor dem Neuen. Ihr glaubt, dass Veränderungen Durchfall verursachen. Und deshalb bleibt besser, was ihr seid. Ein Haufen Scheiße, Mr. Matthews. Verzeihung. Wir sind ein Imperium, Kommandante. Und ein Imperium erschafft man nicht aus Müll. Auch nicht mit Feiglingen oder mit einem Haufen Scheiße. Ihr seid ein Volk von alten Leuten. Ein Volk ohne Ideale. Oder nur mit dem einen Ideal, die Ideale der anderen zu töten. Du hast den Gringo eingeschüchtert. Du hättest nicht sagen sollen, dass du Marxist bist. Was soll das, Fidel? Es ist die Wahrheit. Diese Wahrheit schadet uns im Augenblick. Noch sind wir nur bärtige, pittoreske Figuren, die gegen eine Diktatur kämpfen, die vom State Department gepäppelt wird. Sich verstecken, sich zeigen, sich verstellen, sich nicht verstellen, die Wahrheit sagen, sie nicht sagen, immer lächeln, den Hurensöhnen die Hand geben, die Kretins umarmen, reden, schweigen, Ja sagen, ohne Ja zu sagen, Nein sagen, ohne Nein zu sagen. Macht man so Politik? Genau das. Revolution heißt Geduld haben, große Geduld. Wir werden auch regieren müssen, Che. Und regieren ist nicht immer heroisch. In diesem Dialog hatte Fidel Castro das letzte Wort. Sie haben sich nicht getraut, ihm zu sagen, was sie wirklich empfunden haben. Und was war das? Alles, was nicht heldenhaft war, langweilte sie. Ich habe alle Bücher gelesen, die über sie geschrieben wurden. Die guten, die schlechten und den unendlichen rechtfertigenden Müll. Sie wissen alles über mich und ich weiß nichts über Sie. Sie kennen meine Vergangenheit von dieser Nacht rückwärts bis zum Anfang meiner Zeit. Ich auch, aber Sie kennen auch noch die Zukunft. Was wollen Sie von mir wissen? Warum hassen Sie mich? Ich hasse Sie nicht. Ich stelle Sie in Frage. Und ich frage mich, ob Sie den Unterschied verstehen. Seien Sie beruhigt, ich verstehe schon. Ich wurde als zweites Kind einer Familie der Mittelschicht in Buenos Aires geboren.
Ich war 8 Jahre alt, als Sie hier in dieser Schule in La Higuera waren. Ich sah Actionfilme im Fernsehen, Serien wie Batman mit Adam West, Die grüne Hornisse und Zorro. Zweites Kind. Das heißt, Sie hatten also einen älteren Bruder? Ja, es war ein Bruder. Er war ein Verrückter. Wie ich? Einer von den vielen, die ich in den Tod geschickt habe. Wir sagten, dass diese Frage... Einverstanden. Wir reden noch nicht darüber. Weiter? Er wurde 1952 geboren. Er hieß Pablo. Er hat Jura studiert, um irgendetwas zu studieren, nehme ich an. Aber die Politik war für ihn eine fixe Idee. Erzählen Sie weiter Ihre voraussehbare Geschichte, Andy. Ihr Bruder war einer der Verschwundenen in Argentinien und Sie sind heute Nacht gekommen, um ihn zu rächen. Ich bin weder gekommen, um ihn zu rächen, noch ist die Geschichte meines Bruders so voraussehbar. Umso besser. Weiter? Mein Bruder ist kein Verschwundener. Er hat politische Gefangene verteidigt. Er wurde festgenommen. Sie haben ihn in das KZ des Geheimdienstes gesteckt und dort wurde er 2 Jahre lang festgehalten. Zu seinem Unglück wurde er nicht umgebracht. Sie ließen ihn am Leben und eines Tages wurde er freigelassen. Er kam nach Hause und sagte, hier bin ich. Er war kein Verräter. Er hat sein Leben nicht gerettet, indem er andere denunziert hat. Sie haben ihn laufen lassen. Einfach so. Er ist nach Mexiko gegangen, denn niemand hat ihm geglaubt. Für alle war er ein Verräter, einer, der gebrochen worden war. Und eines Nachts hat er sich eine Kugel in den Kopf geschossen. Traurig und paradox. Irgendein Henker hat ihm einen Gefallen getan und ihn damit zu einem Albtraum verdammt. Es ist wahr, Professor. Die Geschichte war so nicht vorhersehbar. Aber das Ergebnis ist das gleiche. Ihrer Meinung nach hat mein langer, unheilvoller Schatten Ihnen den Bruder geraubt. Und in dieser Nacht sind Sie gekommen, um ihn zu rächen. Ich bin nicht gekommen, um irgendjemanden zu rächen. Ich bin gekommen, um Ihnen etwas Entscheidendes zu sagen. Und das ist? Wenn die Geschichte mit Gewalt gemacht wird, verlieren alle. Jede Leiche, jeder politische Mord bleibt ein Mord, eine Beleidigung für die Menschlichkeit. Bravo. Ich schätze, Sie sind gegen die Todesstrafe. Ich bin gegen die Todesstrafe. Ich bin gegen den politischen Mord und ich bin gegen jede Ideologie, die Gewalt in der Geschichte rechtfertigt. Ich nicht. Ja, natürlich. Wie könnte der Schlechter von La Cabana gegen die Todesstrafe sein? Ich würde Ihnen gerne einen in die Fresse hauen, Andy. Ja, sehen Sie, Sie sind gewalttätig. Die Gewalt ist die Hebamme der Geschichte. Karl Marx. Das heißt, ohne Gewalt gibt es keine Geschichte. Ihr pseudoliberaler Fehler, lieber Andy, ist zu glauben, dass Gewalt gleich Gewalt ist. Aber es gibt eine Gewalt, um die Menschen zu unterdrücken, und es gibt eine Gewalt, um die Menschen zu befreien. Ich weiß, Sie sehen das als ein etwas plumpes Schema an, aber eine Sache war die Gewalt Batistas und eine andere die der Revolutionäre der Sierra Maestra. Wie viele haben Sie in La Cabana erschießen lassen? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Sie alle Polizisten oder Militärs in Batistas Regime waren, Folterer und Mörder. Sie wurden von der Justiz der Revolution für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. So einfach ist das, Navarro. Oder so komplex, wie Sie wollen. Januar 1959. Der Kommandante Ernesto Guevara, der Held von Santa Clara, übernimmt die Führung in der Festung La Cabana außerhalb von Havanna. Eine schöne alte Festung mit einer großen Mauer. Dort führt er das revolutionäre Gericht an. Was ich zu sagen habe, ist sehr traurig für euch, Signora. Deshalb muss ich es sagen, weil ich als Führer des revolutionären Gerichts derjenige war, der für die Hinrichtung ihres Sohnes den Befehl gegeben hat. Sie kannten oder glaubten, Andrés Paredes zu kennen, als Sohn und auch als Soldat, als Offizier der Armee Batistas. Sie kannten ihn nicht als Mörder von revolutionären Patrioten, auch nicht als Folterer von schwangeren Frauen und Jugendlichen, die fast noch Kinder waren. Dem Offizier Paredes wurden 6 Morde nachgewiesen, die er mit eigener Hand begangen hat, und 22 Fälle von Folter. Schauen Sie mir ins Gesicht, wenn Sie mir das sagen. Schauen Sie mir ins Gesicht, um mir zu sagen, dass mein Sohn ein Mörder und Folterer war. Um Ihnen ins Gesicht zu schauen und das zu sagen, habe ich Sie hierher gebeten. Ihr Sohn war ein Mörder und ein Folterer. Ich sage es so, Senora, und ich schaue Ihnen dabei in die Augen. Und das schwöre ich Ihnen, hat Ihr Sohn mit den Verwandten seiner Opfer nicht getan. Wenn der Schmerz und der Hass aus Ihrer Seele verschwunden ist, werden Sie den großen Unterschied zwischen diesen beiden Haltungen verstehen. Den Unterschied zwischen Ihrem Sohn und mir. An die Wand, an die Wand. Eine Revolution ohne Hinrichtungen ist eine Sache von Schwuchteln. Wenn wir sie heute nicht hinrichten, werden sie uns morgen besiegen. Wie viele haben Sie zum Tode verurteilt, Kommandante?
Was war das für eine Geschichte mit Oberst Ramiro Arriola? Über diesen Lumpen wollen Sie sprechen. So viel Zeit haben wir. So viel Zeit verschwenden für einen Hurensohn, der nicht mal eines Grabsteins würdig ist. Es gibt niemanden, der nicht eines Grabsteines würdig ist. Einverstanden. Und deshalb haben Sie mich gesehen, wie ich mit der Mutter sprach, wie ich ihr ins Gesicht geschaut habe und sagte, ich habe die Hinrichtung Ihres Sohnes befohlen und Sie, Senora, werden seinen Leichnam bekommen und können ihn begraben. Das hat Batista nie gemacht. Das haben auch die argentinischen Militärs nicht gemacht. Und wir bringen diesen Abschaum um. Aber keine Jugend voller Ideale. Immer wenn jemand den Tod von jemand anderem befiehlt, rechtfertigt er sich, indem er sagt, der andere sei Abschaum. Auf jeden Fall, das erkenne ich an. Ja, Sie haben dieser Mutter in die Augen gesehen und gesagt, ich habe den Tod Ihres Sohnes befohlen und haben ihr die Leiche gegeben, damit sie ihren Sohn begraben kann. Was ist das, Guevara? Größe oder Sadismus? Wenn es Sadismus war, warum haben dann Batista und die argentinischen Militärs auf so ein Vergnügen verzichtet? Touché. Etwas, das so entscheidend und wichtig ist, erkennt man nicht an, indem man einfach Touché sagt. Zurück zu Oberst Ramiro Arriola, der keines Grabsteins würdig war. Er bekam aber einen. Ich weiß. Ich weiß aber auch, dass er bereit war zu sterben, aber darum gebeten hat, seine eigene Hinrichtung zu befehligen. Sie verlangen, wie ein tapferer Mann zu sterben. Wie ein Held oder Märtyrer. Sie wollen Ihren eigenen Tod inszenieren. Oberst Arriola, Sie tragen die Mitverantwortung für ein Terrorregime, das zwischen 1953 und 1958 20.000 Kubaner ermordet hat. Im Juni 1957 sind Sie in ein Dorf der Sierra Maestra eingedrungen und haben 42 Bauern hinrichten lassen. Männer und Frauen, die Sie beschuldigt haben, die Guerilla zu unterstützen. Sie haben sie hinrichten lassen, nachdem Sie Ihre eigenen Gräber ausgehoben haben. Dann waren Sie später beim Geheimdienst. Da haben Sie große Becken mit Scheiße auffüllen lassen und haben die politischen Gefangenen halbtot hineingeworfen. Sie haben Fingernägel, Augen und Hoden ausgerissen. Sie persönlich, Oberst Arriola. Sie. Ich werde nicht zulassen, dass Sie das Kommando Ihrer Erschießung übernehmen. Und nicht nur das, Oberst Arriola. Ich werde den Befehl geben, dass Sie von hinten erschossen werden. Legt an. Gebt Feuer. Feuer! Verdammt! Nein, halt. Feuer, verdammt! Feuer! 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 Feuer. Ende Januar 1959, Festung La Cabana, Pressekonferenz mit ausländischen Korrespondenten. Erinnern Sie sich? Selbstverständlich. Ich, genau, ich habe ein Zitat von Engels vorgelesen. Wissen Sie, wie Sie in den USA genannt werden? Oh, in den USA wird vieles über mich gesagt. Das Schlechte von La Cabana. Schauen Sie. Wir haben diese Revolution nicht gemacht, damit in den USA nette Sachen über uns gesagt werden. Kommandant, die freie Welt hat von euch erwartet... Herr, erklären Sie mir mal, was ist die freie Welt? Denn hier in Lateinamerika hat es den Anschein, dass wir nur die Freiheit haben, vor Hunger zu krepieren. Niemand wollte das Regime von Batista. Ach ja. Aber das hier, die Hinrichtungen, der Terror, der Totalitarismus... Um es ganz deutlich zu sagen, in Kuba gilt die revolutionäre Justiz. Hier werden keine Unschuldigen hingerichtet. Nur folternde Militärs und Polizisten. Und was den Totalitarismus betrifft, lassen Sie mich etwas vorlesen. Eine Revolution ist das Autoritärste, was es gibt. Sie bedeutet, dass ein Teil der Bevölkerung seinen Willen den anderen mit Hilfe von Gewehren, Bajonetten und Kanonen aufzwingt. Autoritären Mitteln so vorhanden. Denn wenn die Partei, die gesiegt hat, nicht will, dass sie umsonst gekämpft hat, muss sie durch Terror gegenüber den Reaktionären diese Macht erhalten. Und wir, die wir diese Revolution gemacht haben... Wir wollen nicht umsonst gekämpft haben. Ich schlage vor, diesen Text von Engels in eine Enzyklopädie des Terrors aufzunehmen. Ich schlage vor, auch noch andere Texte aufzunehmen. Machen Sie etwa weiter mit diesen Zitaten.
Sie sind und bleiben, was Sie sind, Andy. Ein Intellektueller. Und ein Intellektueller existiert nicht ohne seine Zitate aus den Büchern. Er löst sich sonst in Luft auf. Aussage des Generals Iberico Saint-Jean, Gouverneur der Provinz Buenos Aires während der Diktatur Videlas. Zuerst werden wir die Subversiven töten, dann die Kollaborateure, danach die Sympathisanten, dann die Unentschiedenen und am Schluss die Ängstlichen. Vergleichen Sie mich mit diesen Verbrechern. Weil Sie Reaktionäre sind, schreit Engels. Weil Sie Subversive sind, schreit Videla. Das Ergebnis ist das gleiche. Leichen, Leichen, Leichen. Wenn ein Besiegter einen Eroberer tötet, stirbt ein Unterdrücker und ein freier Mensch wird geboren. Jean-Paul Sartre. Und mein Lieblingszitat, da ist ein Wort drin, das bei allen Zitaten des Terrors vorkommt. Das Wort Hass. Der unnachgiebige Hass auf den Feind, der den Menschen weit über seine Grenzen hinausdrängt und ihn in eine effektive, selektive und eiskalte Todesmaschine verwandelt. So müssen unsere Soldaten sein. Ein Volk ohne Hass kann nicht über einen brutalen Feind siegen. Ernesto Che Guevara, 15. April 1967. Ja. Passen Sie auf. Ich kann auch Tiefschläge austeilen. Nur zu, Kommandante. Sagen Sie mir, Navarro, sagen Sie mir aus Ihrer Sicht vom Beginn des neuen Jahrtausends, die Hilflosen, die Hungernden, die gegen Ungerechtigkeiten protestieren, die jungen Menschen, welches Gesicht zeigen Sie auf Ihren Transparenten, wenn Sie protestieren? Das von Salvador Maria de Carril oder meins? Das von Diktator Videla oder mein Gesicht? Ihres. Und manchmal frage ich mich, warum? Professor Navarro, alle Sätze, die Sie zitiert haben, klingen ähnlich, weil Sie sie aus dem Zusammenhang der jeweiligen Ideologien gerissen haben. Im Leben gibt es aber mehr als Zitate. Und wenn Sie das nicht kapieren, werden Sie an einem Druckfehler sterben. Salvador Maria de Carril war ein Militär, ein grausamer Feind der armen Leute in Buenos Aires und der Menschen in den Provinzen. Iberico Saint-Jean war Gouverneur der Provinz Buenos Aires und sein Polizeichef war Oberst Ramon Camps, der stolz darauf war, dass er es geschafft hat, 5000 Menschen verschwinden zu lassen. Sie alle haben regiert und getötet, als Diener des Imperialismus, unterstützt von den USA, von der CIA und dem State Department. Wir aber haben Folterer und Mörder hingerichtet. Ihr habt Leute hingerichtet für die Freiheit, für die Zukunft, natürlich. Wie kann man jemand nicht hinrichten, der die Erschaffung des neuen Menschen verhindern will? Er ist ja weniger als ein Mensch. Less than human. Less than human. Was ist das für ein Mist? Sie können Englisch, Guevara. Sie sind ein gebildeter Mensch. Sie sind ein perfekter Sohn der besseren argentinischen Gesellschaft. Müssen wir auch noch über diese Idiotie reden? Über meinen Aufruhr gegen meine soziale Herkunft? Dass mein Hass der Hass von undankbaren Söhnen ist, die brutal die eigenen Wurzeln verleugnet haben? Auch diese Albernheiten muss ich mir anhören. Später, später. Jetzt sagte ich, less than human. Haben Sie es gehört oder nicht? Untermenschen. Für die Kommunisten die, die gegen die Erschaffung des neuen Menschen sind. Für die Nazis die Juden und Kommunisten, weil sie gegen die Erschaffung der Herrenrasse waren. Und immer ist der Tod der anderen das Mittel, um ein höheres Ziel zu erreichen. Das Einzige, was sterben muss, ist die Gewalt. Und ich kann Ihnen sagen, wie man der Gewalt ein Ende setzt. Oha. Kant. Immanuel Kant. Ist er Ihnen ein Begriff? Ein idealistischer Philosoph, der von Hegel und Marx übertroffen wurde. Das Böse war für Kant, den anderen bloß als Mittel zu gebrauchen, statt ihn als Zweck zu betrachten. Der Opferpriester, der tötet, der mordet, betrachtet den anderen immer als Mittel, um einen Zweck zu erreichen. Denn wenn der andere selbst der Zweck wäre, dann könnte man ihn nicht töten. Na, dann wissen Sie ja, warum ich die Hinrichtung von Oberst Ramon Arreola befohlen habe. Weil er Zweck in sich selbst war. Weil er in sich selbst ein Mörder, ein Folterer, ein Verbrecher war, Professor. Die Zukunft. Immer die Zukunft. Der Horizont. Die Utopie. Wir benutzten dieses Wort damals nicht. Aber ich kann es akzeptieren. Die Utopie, ja. Sie sollten es nicht so schnell akzeptieren. Heutzutage sagt man Utopie, um nicht Revolution zu sagen, Fortschritt, um nicht links zu sagen. Und vor allem, Guevara, man sagt Leute, um nicht Volk zu sagen. Leitversionen für Revolution, links und Volk. Und die Arbeiterklasse? Fällt unter den Begriff Leute. Trotzdem nicht verzweifeln, Kommandante. Die Utopie existiert immer noch. Denn die Utopie, das sind Sie. Die Utopie existiert, weil Ihr Blick existiert. Das Licht am Horizont existiert, weil Sie mit Ihren dunklen, tiefen und zweifellos schönen Augen Ihren Blick darauf gerichtet haben. Kuba, Platz der Revolution, 1960. Der Fotograf Alberto Korda, zufällig, wie durch ein Wunder vom magischen Stab aller Götter der Revolution berührt, schuf das ewige, unsterbliche Foto von Ernesto Che Guevara. Ich weiß nicht, was mir in diesem Moment durch den Kopf ging. Ist auch egal.
Nur das bleibt den Erniedrigten und Verletzten des neuen Jahrhunderts, der Jugend, den Unglücklichen, die von etwas anderem träumen. Ihr Blick, Kommandante, Ihr Blick auf dem Poster, auf dem T-Shirt, auf einem Transparent, auf einem pathetischen Lappen gegen den Wind gehisst, wo auch immer, am Arsch der Welt. Warum haben Sie so viel Vergnügen an der Demonstration meiner Niederlage? Ich habe Ihren Bruder nicht getötet, Navarro. Ich habe es Ihnen gesagt. Ich bin nicht deshalb hier. Ich bin hier, weil ich 25.000 weil Dollar... Weil Ihr Bruder sich gar nicht umgebracht hat. Weil er gefoltert und ermordet in den Rio de la Plata geworfen wurde. Deshalb sind Sie hier. Weil Sie glauben wollen, ich sei für die Tragödie Ihrer Generation verantwortlich. Der große Schuldiger. Warum haben Sie diese Geschichte über Ihren Bruder erfunden? Ich wollte Ihnen nicht von Anfang an einen Verschwundenen an den Kopf werfen. Er war kein bewaffneter Kämpfer. Er hat sich für die politischen Gefangenen eingesetzt. Er war ein Perejil. Wissen Sie, was ein Perejil ist, Guevara? Ein Petersilchen, ein Niemand. Es gibt nichts, was weniger pathetisch wäre. Sie wurden massenhaft mitgenommen. Sie waren alles andere als Kämpfer. Sie wussten weder mit einer Waffe umzugehen, noch wie man in den Untergrund geht. Beruhigen Sie sich, Andy. Trinken Sie einen Mate, das wird Ihnen gut tun. Ich sagte, dass ich nicht in Ihre Realität eindringen kann, dass ich nicht... Na, lassen Sie diesen Mist. Wir haben so viele Zeitsprünge gemacht. Ich trinke keinen Mate. Fangen Sie damit an. Hören Sie, Navarro. Ich muss etwas mit Huerta und Prado besprechen. Oder werden wir Sie die ganze Nacht da haben für nichts und wieder nichts? Irgendetwas werden Sie wissen wollen. Das große Geheimnis. Warum Sie nach Bolivien gekommen sind. Denn hier in Bolivien steckt das Geheimnis der ganzen Tragödie, Guevara. Warum glaubten Sie, dass Sie die Welt von diesem undurchdringlichen Dschungel aus hätten verändern können? Haben Sie die Geduld verloren? Ist Ihnen die Revolution in Kuba zu klein geworden? Du magst langsam zu sehr die Geduld, Fidel. Aber wir sind, was wir immer waren. Eine Insel mit Monokultur. Nur, dass wir statt den Müll von den Yankees zu kaufen, ihn jetzt von den Russen geschenkt bekommen. Wirtschaftliche Hilfe und friedliche Koexistenz. Und du akzeptierst das, Fidel, weil du geduldig geworden bist, so wie es die Russen wollen. Ein geduldiger Revolutionär, kontrollierbar, ergeben. Ich weiß, was du willst. Du willst die Revolution in Argentinien. Natürlich. Aber ich werde nicht in Argentinien anfangen. Dann geh auch nicht nach Bolivien, dann... Da sind die Voraussetzungen nicht gegeben, ist es das? Das ist es. Die Voraussetzungen sind nicht gegeben. Die Voraussetzungen sind nie gegeben. Die Voraussetzungen müssen geschaffen werden. Kein Regime erwartet, dass du es wie reifes Obst frisst. Man muss es immer stürzen. Die meisten bolivianischen Bauern besitzen ihre kleinen Parzellen. Sie werden dich nicht unterstützen. Wer hat dir das gesagt? Die Russen? Der russische Geheimdienst in Lateinamerika? Verdammt, ich kann nicht glauben, dass du so redest. Eine Revolution ist das Unvernünftigste, was es gibt. Ein vernünftiger Mensch liest morgens die Zeitung, geht zur Arbeit, kommt nach Hause zurück und isst und schläft bis zum nächsten Tag. Das ist Vernunft, Fidel. Es war nicht vernünftig, mit der Granma loszusegeln. Es war nicht vernünftig, die Festung Moncada anzugreifen. Wenn du es doch gemacht hast, dann nur, weil du unvernünftig warst. Ein Verrückter, ein Revolutionär. Jetzt läufst du Gefahr, ein Bürokrat zu werden. Und du ein messianischer Heiliger, ein Held, ein Märtyrer. Aber kein Revolutionär. Und du wirst dicker. An diesem Tag, der jetzt anbricht, erzählen Sie, wird er um 1.30 Uhr nachmittags umgebracht. Es wird ein plumper, alkoholisierter Sergeant kommen namens Mario Terán und... Aber so weit ist es noch nicht. Guevara hat noch etwas zu seinen freundlichen Wächtern zu sagen. Nur vor einer halben Stunde wollten einige Offiziere und Soldaten sie umbringen. Auch wenn sie es nicht glauben. Sie wurden von Oberst Selig und Männern des CIA zurückgehalten. Der Befehl, wenn er kommt, muss aus La Paz kommen. Unser Präsident ist bei John Titan, dem amerikanischen Botschafter. Sie sind wirklich in Gefahr, Kommandante. Wenn Sie erlauben, Guevara, Sie können diese Zigarre nicht weiter rauchen. In dieser Nacht in La Higuera haben Sie keine Zigarre geraucht. Kommandante. Wussten Sie etwas über uns, bevor Sie kamen, um uns zu befreien? Wissen Sie, warum Bolivien Bolivien heißt? Wegen Bolívar. Und wissen Sie, was Bolívar wollte?
Die Vereinigung aller Völker Lateinamerikas. Deshalb bin ich hier. Ja, deshalb sind Sie hier, gefangen, besiegt. Wir haben zu unseren Bauern gesagt, dass ihr Paraguayer seid. Damit war die Sache erledigt. Schon haben sie euch gehasst und fingen an, euch zu denunzieren. Da haben sie die Vereinigung Lateinamerikas. Kommandante, was wissen Sie über die bolivianischen Indianer? Können Sie Quechua sprechen? Na, fast nichts. Sie sind ein Verrückter. Für die Bauern und für die Bolivianer sind Sie ein Außerirdischer. Schauen Sie, Huerta, ich bin Argentinier. Und wir Argentinier sind entweder unerträgliche Pedanten, unverbesserliche Dummköpfe oder wir sind Verrückte. Ich gehöre zu der letzten Kategorie. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Sie werden sich nicht langweilen. Im Jahre 1810 hat eine Gruppe von Verrückten eine Revolution in meinem Land gemacht. Einer von ihnen, Juan José Castelli, hat eine Armee mitgebracht und kam hierher nach Bolivien. So wie ich. Er kam zu den Indianern, wollte mit ihnen über die Ideale der Revolution sprechen. Er hat eine Versammlung in der Nähe des Sees Tiahuanaco einberufen. Und er sprach über Rousseau, über die Souveränität des Volkes und die Menschenrechte. Castelli war ein großer Redner und er sagte zu den Indianern, dass es zwei Regierungssysteme gibt, die Monarchie und die Republik. Er sagte, er wäre Republikaner und kämpfe gegen die monarchistischen Interessen. Und er fragte dann die Indianer, welche Regierung sie bevorzugten. Die Entscheidung liegt ganz bei euch. Was wollt ihr? Und die Indianer antworteten einmütig, Schnaps, Herr. Warum lachen Sie, Professor? Wegen einer Geschichte, die sich Hugo Wast, ein faschistoider, frömmelnder Kerzenlutscher, ausgedacht hat, um zu beweisen, dass die bolivianischen Indianer Besoffene waren und die Patrioten unserer Revolution Idioten? Ich wusste nicht, dass diese Geschichte von Hugo Wast ist. Natürlich. Wenn Sie es gewusst hätten, hätten Sie Ihr kränkendes Gelächter nicht losgelassen. Sie hätten sich gesagt, ich werde die Geschichte eines Faschisten nie lustig finden. Aber Sie haben gelacht, Navarro. Sie haben gelacht, weil Sie insgeheim glauben, dass die Indianer nur Schnaps wollen und dass alle Revolutionäre Idioten sind. Eigensinnige, weltfremde Idioten. Schämen Sie sich nicht, Navarro. Touché. Touché. Noch einmal wollen Sie sich einfach mit dem Wort Touché aus der Affäre ziehen. Was erwarten Sie? Ich bin nicht Sie. Ich bin ein einfacher... Ein einfacher Geschichtsprofessor, der das Guggenheim-Stipendium gewonnen hat, wie wir wissen, Andy. Mögen Sie Kino? Kennen Sie die Filme von Francis Coppola? Es wundert mich, dass Sie sie kennen. Ich kenne inzwischen alles, was ich für meine Argumentation gebrauchen könnte. Es gibt eine Szene in Der Pate, die aus Kuba natürlich. In Der Pate 2 ist das. Das wusste ich nicht. Aber ich mache weiter. Wann entschied die Mafia, ihre Gelder aus Batistas Kuba rauszuholen? Als einer der Bosse... Michael Corleone. Exakt. Als Michael Corleone einen von uns sah, der sich mit einer Bombe gegen einen Jeep der Armee geworfen hatte und der bei diesem Attentat starb. Und was sagt Michael Corleone? Er sagt, diese hier, die werden gewinnen. Sie sind bereit für eine Sache zu sterben. Die Soldaten von Batista nicht. Er irrte sich nicht, Navarro. Der Revolutionär kämpft für ein Ideal, der Söldner für Geld, für Müll. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Guevara. Schade. Es gibt Dinge, die wir noch nicht besprochen haben. Wer sind die? Der Sergeant Terran und Felix Rodriguez, CIA-Agent. Sie kommen, mich umzubringen. Sie haben diesen Befehl. Ich gebe zu, Sie überraschen mich. Ich dachte, Sie würden sich nicht trauen. Mein Name, mein Renommee, Fidel, irgendetwas würde Sie aufhalten. Haben Sie Angst? Wer will schon den Tod? Ich hatte noch viele Pläne. Egal, wo der Tod uns überrascht, sei er willkommen. Ist Ihnen der Satz vertraut? Der Satz geht weiter. Und das ergibt dann den richtigen Sinn. Ja, natürlich, er ging weiter. Sie können ruhig sterben, Kommandante. Ihr gewalttätiges und tödliches Erbe wurde angenommen. Sie sind ein Idiot, Andy. Sie haben die perfekte Ideologie eines ängstlichen Familienvaters. Passen Sie auf Ihre Dollars auf, schreiben Sie Ihren Essay und haben Sie Erfolg im Leben. Wie konnten Sie denken, dass aus Soldaten, die zu effektiven, grausamen, ausgewählten und eiskalten Tötungsmaschinen geworden sind, der neue Mensch entstehen könnte? Wie konnten Sie schreiben, man muss den Krieg so weit treiben, wie der Feind ihn treibt? Auf das Zuhause, auf ihre Freizeitplätze. Was bedeutet auf die Freizeitplätze? Was schlägt Guevara vor? Was schlägt der Christus des Sozialismus vor? Den absoluten Terrorismus?
Bomben werfen in Restaurants der Bourgeoisie, in die Kinos der feinen Viertel, in die Privatschulen. Sogar der Folterer ist besser als der Terrorist, weil der Folterer sein Opfer sieht. Er berührt es, er riecht es, er fühlt es leiden und vor allem, er schaut ihm in die Augen. Und er riskiert, dass einer dieser furchtbaren und vom Tode gekennzeichneten Blicke ihn für immer verfolgt, seine Nächte zerstört und ihn mit schrecklichen Albträumen peinigt. Oh, verdammt, wie geschickt ist dieser Poet der Pazifisten. Er bedient sich einer Dialektik, die so wendig und pervers ist, dass wir am Ende Mitleid für die Folterer empfinden werden. Hören Sie, Sie Scharlatan, Sie unverantwortlicher Wortverdreher. Ein Folterer genießt es. Hören Sie gut zu. Er genießt die Leiden seiner Opfer. Die Nähe ist alles für einen Folterer. Nie wird er von einem vom Tode gekennzeichneten Blick verfolgt werden. Denn erst in diesem Blick der Opfer im Todeskampf findet der Folterer seine Befriedigung und nicht seine Verdammung. Touché. Touché? Touché? Zum Teufel mit Ihrem Touché. Noch ein Unterschied zwischen Ihnen und mir. Die ganze Nacht habe ich von Ihnen nie das Wort Touché gehört. Vielleicht, weil mein Französisch vergessen ist. Oh, bravo. Sie behalten Ihren Humor. Bis zum Ende, Navarro. Ich werde meinen Humor erst verlieren, wenn diese zwei Hurensöhne ihre Arbeit zu Ende gebracht haben. Es gibt einen noch furchterregenderen Satz. Sie sprechen da über das vergossene Blut. Seien Sie beruhigt. Das Blut ist in Strömen vergossen worden. Es wurden 2, 3, mehrere Vietnams geschaffen. Tausende von jungen Menschen haben sich für die Gewalt entschieden, ihren Anweisungen folgend. Und sie starben nicht für ihre Sache. Sie starben ihretwegen, Kommandante. Verachten Sie diese Menschen nicht. Beleidigen Sie sie nicht. Machen Sie aus ihnen keine Marionetten meiner Anweisungen. Ich habe kaum mehr Zeit, Navarro. Ich kann Ihnen nicht all diese Dinge erklären, die Sie nicht verstehen. Aber ich werde nicht zulassen, dass Sie mich töten, bevor ich Ihnen noch etwas sage. Vielleicht verstehen Sie es, vielleicht nicht. Sagen Sie alles, was Sie mir zu sagen haben. Ob Sie es mögen oder nicht. Die Geschichte ohne Gewalt ist weiß, farblos, idiotisch, hat kein Gewicht. Ohne Trojanischen Krieg keine Gedichte Homers. Gäbe es den Fakunde ohne den Krieg? Wird bei Ihnen alles Literatur, auch die Gewalt? Gibt nur das Blut der Geschichte Gewicht? Nein, das Blut allein nicht, aber auch das Blut. Die Zeit geht zu Ende. Es sind Ihre Argumente, die zu Ende gehen. Was ist los? Kommen Sie. Sagen Sie noch mal Bolivien. Aber ja, Sie sagen, dass mein Denken von Angst beeinflusst ist. Nein, mein Denken schließt die Angst mit ein. Denn wenn in meinem unglücklichen Land nicht 30.000 Menschen gestorben wären, würde ich nicht so denken, wie ich denke. Und wie viele sterben noch? Wie viele Jugendliche, wie viele Kinder sterben weiter? Sterben an was? An Hunger. An Hunger, verdammt. Oder ist Hunger keine Gewalt? Der Hunger ist Ungerechtigkeit, aber keine Gewalt. Die Gewalt ist Blut, Zerstörung, Verwüstung, Vernichtung der Körper. Und was macht der Hunger mit den Körpern? Verwüstung, Zerstörung, Vernichtung. Hören Sie, Navarro. Verraten Sie nicht Ihre Generation. Töten Sie nicht Ihre Toten ein zweites Mal. Zuerst wurden Sie von den Militärs umgebracht und jetzt von euch, den vorsichtigen, fortschrittlichen, den Meistern der guten Manieren, den Männern der zarten Herzen. Sagen Sie mir, Andy, sagen Sie mir es vom Beginn Ihres Jahrtausends aus. Wie stehen jetzt die Dinge? Nur das... Es wird wegen eines Pesos getötet. Wegen einem Stück Brot oder wegen nichts. Nur so. Mafia-Gesellschaften beherrschen den Drogen- und Waffenhandel, beschützt von Regierungen, die ihre Komplizen sind. Die Armut ist erschreckend. Die Mächtigen herrschen mit Arroganz und Leichtfertigkeit und es regiert die endlose Blödheit der Medien. Es gibt keine Arbeit, aber es gibt Fußball. Gewala. Jeden Tag gibt es Fußball. Aber klar, Mann. Wenn es keine Arbeit gibt, sind alle Tage Feiertage. Wie könnt ihr mit eurem guten, fortschrittlichen Gewissen akzeptieren, dass die Armut ein Schicksal ohne Umkehr ist? Wir akzeptieren es nicht. Und was gedenkt ihr zu tun? Vieles. Aber nicht töten. Sie werden euch töten. Solange ihr euch wie Schafe benehmt, werden sie euch töten. Aber irgendwann müsst ihr ihnen die Zähne zeigen. Und dann... Dann werden die Kriegs- und Siegesschreie wiederkommen. Oder die der Niederlage und des Todes. Das ist die andere Möglichkeit. Na und? Muss man deshalb bewegungslos, gelähmt bleiben? Es geht zu Ende, Navarro. Und Ihr Stipendium. Was werden Sie dem Yankee Guggenheim erzählen? Es ist nicht viel passiert hier in dieser Nacht. Wir haben nur gesprochen. Das war mein Projekt, mit Ihnen zu sprechen.
Erinnern Sie sich an den Satz von Paco Taibo. La Higuera ist eine Öde der Worte, wo nur Platz für Fragen bleibt. La Higuera ist keine Öde der Worte mehr. Endlich wissen wir, Ernesto Che Guevara hat lange über Gewalt diskutiert. Mit einem manchmal aggressiven Landsmann, der ihn respektierte, aber nicht verehrte. Nicht schlecht. Weiß man, ob ich irgendeinen letzten Satz gesagt habe? Manche berichten, werden Sie nicht lachen? Mir ist nicht danach zu lachen. Du kommst, um mich zu töten. Warte einen Moment. Meine Wunde am Bein tut mir weh. Aber ich will stehen. Jetzt wirst du sehen, wie ein Mann stirbt. Schieß, verdammt. Schieß. Verarschen Sie mich nicht, Navarro. Das ist ein Melodram und eines von den Schlechten. Im Ernst, gibt es noch eine Version? Schieß, Feigling. Du wirst einen Mann töten. Besser. Schieß, Feigling. Du wirst einen Mann töten. Schauen Sie Ihre Augen an. Sogar tot blicken Ihre Augen in die Zukunft. Merkwürdig. Ich lächle. Worüber können Sie lächeln? Über die Dummheit der Henker. Sie wollten Ihre große Tat zeigen. Sie wollten sie der Welt zeigen. Sie haben sie gewaschen, rasiert, schön gemacht. Und so, lächelnd, mit offenen Augen, hat die ganze Welt einen Christus inmitten seiner Mörder gesehen. Ich sehe nicht schlecht aus. Aber ich sehe mich ungern tot. Einen Mate. Danke. Che. Ein Streitgespräch mit Ernesto Che Guevara. Hörspiel von José Pablo Feinmann. Aus dem argentinischen Spanisch von Elvira Ochoa. Es sprachen Che, Martin Engler, Navarro sowie Antonio, Matthews, Fidel, Mutter, Bäuerin und Ariola, Wolfgang Michael, Eduardo Huerta, Jörg Petzold, Gary Prado, Klaus Hämmerle. Technische Realisation Klaus Hoeneß und Anke Schlipf. Regieassistenz Michael Bachmann. Regie Andrea Ghetto. Produktion Saarländischer Rundfunk und Deutschlandfunk 2003.